Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei Österreich-Ungarn. Wir bekämpfen gerade eben ja die Chinesen an der Stelle. Ich hole mir jetzt hier noch mehr Moral für meinen Feldmarschall und schauen wir mal gerade mal an, was die Jungs jetzt hier alle hier so für Perks sich freigeschaltet haben. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen und das ist natürlich sträflich, weil 10% mehr Bonus auf Infanterie, das ist etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte. So, geschafft. Hat der eigentlich schon den Infanterie-Perk, der Junge? Nee, der hat noch gar keinen. Gott. Ihm fehlt aber auch insgesamt noch die Erfahrung, so wie es aussieht. Gut, gut, gut. Also, er steht hier, die stehen hier, die stehen hier und die stehen hier. Alles klar. So, dann wollen wir mal... Und mal schauen, wie es aussieht mit den Nachschubgebieten. Die entwickeln sich... Oh Gott, jetzt sind sie sogar schon rot geworden. Das Leben ist schön. Die das auch immer geschafft haben, rot zu werden, wenn ich hier tatsächlich gerade eben dran rumbaue. So, wir haben die Verteilindustrie auf 5 gebracht. Alles ausgemaxt, was das angeht. Ach komm, ich fange jetzt einfach schon mal an, mit einem jetzt hier an Atombomben zu arbeiten. Was sollte schief gehen? Wie weit ist Deutschland jetzt hier schon unten? Deutschland ist runter auf 68. Es reicht immer noch nicht, dass die sich von uns jetzt hier noch zu einer integrierten Marionette machen. Leibpacht beginnen. Habe ich leider nicht so viele Schiffe. Ich kann dir aber noch mal ein paar Billo-Flugzeuge geben. Und hier ein paar davon, die 44 davon. Und nochmal 60 davon. Einmalig, so. Das reduziert nochmal ihre Autonomie. Und ich bekomme dafür gleich wieder Flugzeuge von den anderen Nationen und andere Waffen. Das ist toll. Die unterstützen hier quasi meine Bemühungen. Marinereform, Marineerfahrung, Marinegeschwindigkeit. Ich hole mir jetzt auch mal schon mal ein paar Marine-Dudes, weil wir werden irgendwann mal auch eine Marine aufbauen wollen. Auch wenn das Spiel jetzt ja schon 1944 ist. Baranchuk. Oh, ist das ätzend. Ich muss, glaube ich, jetzt echt meine Linie noch verbreitern. Wenn ich hier sinnvoll angreifen will. Geht kaum anders. Dann verbessern wir auch die Versorgungslage. Der Russe, der macht ja gerade eben die gesamte Versorgungslage völlig kaputt. Haben die teilweise viele Truppen hier. Aber ihnen selber geht es auch nicht so gut. Überlegen, ob ich irgendwo reinpushen. Ich kann mit diesen Truppen nirgendwo reinpushen. Das ist einfach nur eine wandelnde Katastrophe. Ich muss echt den Russen bitten, dass er mir diesen ganzen Kram hier gibt. Wie heißt das hier? Huangshan. Finde ich nicht. Yangshu? Was hat denn der Russ hier noch alles? Ja, komm. Das gibt er mir auch noch. Das ist gut. Und jetzt noch das Letzte, was wir machen können. Das ist auch gut. Strategische Bomber wären eine Idee, aber ich habe einfach keine strategischen Bomber geforscht. Deswegen ist das alles hier gerade eben nicht so geil. So, aber ihr seht, es wird dennoch mit der Zeit. Nachschubgebiete werden wieder gelber. Gummiverarbeitung, ja, komm, mach noch mehr Gummi, Junge. Wie man so schön sagt, gib Gummi, ne? Aber angreifen ist nicht. Ja, hier war gerade eben ganz, ganz kurz mal wieder eine Attacke am Laufen. Ich sage jetzt einfach mal, kollektiver Angriff. Oh, hier hin. Go. Wir versuchen es hier wieder anzugreifen. Und das hart. Wir müssen sie unter Druck setzen, sonst wird das hier nichts.
Und hier scheint das sogar zu klappen. An einigen Stellen, insbesondere wo ich vorher nicht so erfolgreich war, wo ich jetzt echt überrascht bin, dass das so gut klappt. Tibet. Wir hörten das. Verbessert seine Beziehung mit Estland. Ja, hier kann ich jetzt halt echt nicht angreifen, weil ansonsten die Alliierten sie garantiert rechtfertigen werden. Die sind ja immer noch nicht raus. Die Schweiz ist zu den Alliierten gegangen. Okay. Interessante Wendung. Hier wäre es halt echt gut, wenn man die hier so abschneiden könnte, aber ich glaube, das geht einfach aufgrund der schlechten Versorgungslage hier nicht. Nachschubgebiet ist immer noch gelb. Da ist einfach nichts machbar gerade. Und der Hafen hier wird auch noch ausgebaut. Immer noch. Bauen wir nochmal einen Hafen hin. Umso mehr Häfen, desto besser die Versorgung. Machen wir tatsächlich Bodengewinn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die haben ja so gefühlt so viele Truppen. Wir haben inzwischen schon echt viele Truppen jetzt hier. Die Chinesen, das ist echt nicht gut gelaufen. Aber wir machen teilweise Bodengewinne. Teilweise. Warum sind da teilweise Franzosen, die da mitgehen? Das sind Dingenstruppen. Ich sehe, was das ist. Das sind Freiwillige. Jetzt weiß ich, warum dabei beim vorletzten Mal Briten gekämpft haben. Das sind Expeditionstruppen. Der Russe landet hier an, das ist gut. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Mein Marine-Template jetzt endlich mal aufbauen, ne? Da nehmen wir Pioniere mit rein, da nehmen wir Kanonen mit rein, da nehmen wir das mit rein. Feldlazarett könnte man mit reinnehmen, aber lass erstmal das jetzt hier. Okay, das sind also unsere Marines. Davon bilde ich jetzt hier einfach mal. Wow. Eine Einheit davon ausbilden. Bin begeistert. Da scheint mir noch ein bisschen was zu fehlen. Naja, Hauptsache der Angriff findet wieder statt jetzt hier gerade eben. Früher oder später werden ihnen wahrscheinlich hoffentlich auch die Waffen ausgehen. Ihr seht, ne, die verteilen sich jetzt hier wieder ganz, ganz krass, die Chinesen. Das ist eigentlich sogar eine ganz, ganz gute Bewegung. Die gefällt mir, die Idee. Will ich Deutschland da reinlassen? Jetzt lasse ich sie reinkommen. Ausnahmsweise lasse ich sie dann doch jetzt mal mitspielen hier im Krieg. Ich meine, sie haben ja schließlich auch ein paar Truppen. Wie weit seid ihr eigentlich jetzt hier noch von meiner Unterjochung entfernt? 3 Punkte. Das ist nicht viel. 2 Punkte. Ja, ja, ihr werdet jetzt gleich integriert. Nee, Deutschland, du gibst mir kein Zeug. Das wollen wir doch mal ganz schnell sein lassen.
Die Deutschen sind jetzt auf dem Weg. Gibt es gerade eben wieder Gegenangriffe, die wir anscheinend jetzt hier ganz erfolgreich abwehren? Das ist doch schon mal gut. Hui, Shang-Chi hat kapituliert. Das ging schnell. Und ich kann Deutschland jetzt hier zu einer integrierten Puppet machen. Dadurch schulden die mir jetzt ihre ganzen Militärfabriken. Ach, du ahnst es nicht. Okay, jetzt wird's heftig. ich denke, dass ich jetzt hier tatsächlich mal anfange, Autos zu bauen. So, und zwar locker flockig hier für so 15 Stück. So, hier machen wir genau das Gleiche. Und hier machen wir genau das Gleiche. Unter 10er Packs arbeiten wir gar nicht mehr. So und so. Ich habe immer noch viel zu viele Militärfabriken. Waffen, Waffen, Waffen. Und so. Okay, mir fehlt jetzt ein Arsch voll Stahl. Das hier auch. Bekomme ich gar nicht mehr von der Sowjetunion. Dann hole ich den Rest hier von Portugal. Und hier von euch. Jetzt hat die Produktion ganz neue Maßstäbe angenommen, meine Damen und Herren. Die gesamten Militärfabriken Deutschlands sind jetzt meine. So, das heißt es für uns jetzt auf Dauer eine absurde Produktion von Waffen, die jetzt hier so nach und nach aufgefahren wird. So, will ich jetzt eigentlich auch noch was machen? Ja komm, ich nehme noch einen Schiffskonstrukteur. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Kann ich gerade eben nicht. Ach, ich habe den Schwerpunkt Seekampf noch nicht gemacht. Wir wissen nicht, wie das geht. Das ist das Problem. Ihr greift jetzt hier noch an, um die abzulenken. Denn das hier wäre die Hauptstadt von einer von denen. Es wäre ganz gut, die hier zu bekommen. Wollt ihr mich verarschen? Alles sind französische Truppen. Das... Oder? Es sind französische Truppen, okay. Ich dachte gerade eine Sekunde lang, das wären russische Truppen, die auf der Feindseite mitkämpfen. Das wär's jetzt noch gewesen, ey. So Russen gegen Russen. Aha, alles klar. Es geht hin und her, hin und her. Das ist eine Materialschlacht, die jetzt hier stattfindet. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das hier hinbekommen können. Hier oben vor allem scheinen wir uns ein bisschen zu pushen. Mhm. Ja, die kommen jetzt hier wieder nicht rein. Wir haben wahrscheinlich leider Erfolg, uns hier wieder rauszuboxen. Schade, schade, schade. Guck gerade eben nur, ob irgendeiner von denen hier nochmal befordert werden kann, aber es ist anscheinend nicht der Fall. Also wir machen trotzdem Progress, auch wenn es anstrengend aussieht. Lass uns selber mal machen. Mhm, wir haben noch mehr Gummiverarbeitung gemacht. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt wahrscheinlich hier weniger Gummi kaufen müssen. Jawohl. So, wie sieht's hier aus? Wir bauen hier immer noch
die ganzen Fabriken aus. Und Deutschland ist wahrscheinlich dabei, slightly zu unserem Land zu werden. Das wird sehr, sehr schön und sehr absurd, wenn die dann am Ende auch noch komplett uns gehören. Ich kann immer noch keine Marines mehr ausbilden. Ey, das ist echt mies. Guck mal gerade eben, ob ich Deutschland noch mal irgendwie was anbieten kann. Ich kann denen tatsächlich 978 Autos anbieten. Einmalig. Ja, machen wir. Wie gesagt, die bekomme ich ja wieder. Habe ich wieder Stahl zu viel. So. Die kommunistische Gefahr auf dem Rückzug. Ja, bestimmt. Ich glaube, die Wahrheit bei uns ist, dass keiner Otto jemals gesagt hat, dass wir mit den Kommunisten Seite an Seite kämpfen. Ich glaube, das hat ihm einfach nie irgendjemand gesagt. Ich mache Handelskrieg. Jetzt scheinen wir so langsam aber sicher durchzukommen. Ich glaube, ihnen geht jetzt ja das Material aus. Uns geht es nicht so schnell aus, ihnen aber dafür schon. Und das ist gut so. So, wir haben die Treibstoffveredelung abgeschlossen. Wir machen einfach hier weiter mit dem Treibstoff. Die pushen jetzt hier wieder gegen. Die Frage ist, wie lange sie das durchhalten. Hier kann ich noch mehr Stahl rauskitzeln, die realisiere ich gerade. Ja, Dong. Shaanxi muss ich auch noch nach oben bringen. Und Rheinland soll auch noch hier ausgebaut werden. Oh, der Iran ist jetzt unser Feind geworden. Das ist interessant. Dann packe ich mal Truppen da hin. Interessant, wer sich da alles wo anschließt. Ich warte noch ganz, ganz kurz, bis die da sind und ihre Moral aufgebaut haben, ne? Was? Moment. Moment. Griechenland ist plötzlich mein Feind? Nein, nee, da mache ich nicht mit. Ah, ich sehe gerade eben. Die bekämpfen jetzt. Oh, Kommentar, der Krieg hat begonnen. Bekämpfen jetzt Kommentar, meine Damen und Herren. Ich sehe, was da gerade passiert ist. Gehen wir mal mit der Geschwindigkeit. Nee, ich lass mal laufen. Die Alliierten haben sich jetzt hier gerade eben als Feind von Josef Stalin geoutet. Ja, ich mach diesen Krieg einfach nicht mit. Irak hat den Alliierten den Krieg erklärt. Okay, jetzt geht's. Jetzt ist der Welt in Brand perfekt und ich mache einfach nicht mit hier mit den Dingens da. Sehe ich überhaupt nicht ein. Da bin ich nicht dabei. Bin nicht dabei, wenn es gegen die Alliierten geht momentan. Ich bin noch nicht so weit. So, die bekämpfen jetzt hier tatsächlich die Russen auf meinem Boden. Da bin ich ehrlich gesagt nicht begeistert von. Aber sie bekommen auch kein Zugangsrecht zu meinem Land.
Teil von Vladivostok? Ui. Ja, die haben natürlich jetzt hier auch sich Mühe gegeben, hier anzugreifen. Oh, wie geil. Ich bekomme von den Amerikanern immer noch Waffen, obwohl ich in derselben... Ja, die Welt ist ein komplizierter Ort, sagen wir es mal so. Und auch die Amerikaner scheinen den Durchblick verloren zu haben. Wir kommen hier eine deutsche Panzertruppe. Geil ist das denn? Ich habe eine deutsche Panzertruppe jetzt hier bekommen. Und die möchte ich einsetzen. Idealfall hier. Ihr geht schon mal dahin. Lass ich da mal hinfahren. 5 mittlere Panzer und 2 Selbstfahrerfen. Geil. Ich habe nochmal eine weitere Fabrik von Deutschland bekommen. Mir fehlt noch mehr Gummi. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen den Autos. Marineinfanterie ist verbessert. Dann nehmen wir jetzt hier noch die maximalen Gebirgsjäger. Ja, die liefern mir das halt einfach nicht mehr, ne? Nee, vom Deutschen Reich will ich es nicht. United Kingdom. Ich habe einfach gerade eben nicht genügend Konvois. Das ist das Problem. Das ist das Problem, Leute. Okay, geil. Wir kommen immer mehr Truppen jetzt hier gerade eben von Deutschland so nach und nach gestellt. Aber die lasse ich jetzt hier gerade mal stehen. Ich will eigentlich nur die Panzer da drüben haben. Okay, meine Leute hier sind jetzt angekommen. Die sollen dann jetzt hier mal einen Push bis Teheran machen. Sobald alle da sind. Die kommen jetzt auch gerade eben erst hier an. Wir machen einen Push auch von hier bis Teheran. Sobald sie können. Ich benutze jetzt einfach hier den Russen als Schild. Ganz einfach. So, hier geht's. Oh, wir pushen immer weiter nach China rein. Geil. Scheint gut zu laufen. Und dann bleiben wir doch hin und wieder mal wieder stehen. Schade. Jetzt muss ich das hier ausbauen. Bombardieren die meine Ländereien? Seid ihr wahnsinnig? Holla, die Walfe. Der Japaner landet hier wieder irgendwo an. Es ist nicht leicht momentan. Es ist nicht leicht. Bekommen immer mehr deutsche Truppen. Kann das sein, dass das heißt, dass der Deutsche immer weniger... Nee, daran liegt es nicht. Das ist jetzt nicht pauschal, deswegen so. Okay. Es sind hier Japaner in Magdeburg. Und die kämpfen gegen Italiener. Der Fall von Rom. ja, ich mache einfach nicht mit, ganz einfach. Das geht mich alles überhaupt nichts an, wenn die sich auf meinem Land gegenseitig umbringen. Das geht mich einfach original überhaupt nichts an. Ich habe genug zu tun mit China. Sagen wir, wie es ist. Die Panzer eigentlich inzwischen angekommen? Da sind die beiden Panzer immer noch. Könnten sich jetzt echt mal ein bisschen beeilen hier.
So, schwer zu sagen, ob wir hier durchkommen. Mit wem bist denn du alles im Krieg? Mit Deutschland. Also mit Deutschland sind sie auch im Krieg. Weil Deutschland so blöd waren, hier überall mitzumachen. Okay. Ja, nee, warte mal. Stimmt, die haben ja uns wiederum den Krieg erklärt. Weirde Geschichte. Weirde Geschichte. Was ist denn das für eine unglaublich dämliche Nummer hier? Es ist so der, die sowjetischen Soldaten stehen so da. Sagen, hey, helft uns Österreich-Ungarn. Nee, nee, wir haben keinen Krieg. Aber wir dürfen hier gerne einen Tee trinken. Ihr dürft hier gerne einen Tee trinken. Es ist schon ein bisschen dumm. Ja, ich gönne mir jetzt noch den Panzerkonstrukteur. Ich realisiere gerade eben, dass ich eigentlich auch mal wieder etwas entkryptologisieren kann. Wie wäre es denn tatsächlich, wenn ich jetzt euch und euch genau untersuche? Und auch ernsthaft mal dafür sorge, dass diese Sachen hier auch mal von uns näher kennengelernt werden. Also, dass wir dann auch eine bessere Chance haben. Ja, ich halte mich aus diesem Krieg einfach raus. Gegen wen stürmen? Ach, die kämpfen dagegen. Gegen Sowjets. Aber sie schaffen es nicht. Ist schon geil dumm. Also ich finde es geil und dumm zugleich, was hier gerade eben passiert. Was man mit diesem Spiel machen kann. Hat schon seinen ganz eigenen Humor. Wo sind meine Panzer? Die fahren da gerade immer noch. Die sind hier gerade immer noch unterwegs. Jetzt kommt, es müsste doch mal schneller gehen, wenn ich das hier mal so aktiviert habe. Scheinbar nicht. Wir haben wieder was erforscht. Ich mache noch mehr Gummi. Das reicht aber nicht. Ich mache auch zu wenig Stahl, wie ich gerade realisiere. Eieiei. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen, die Sowjetunion in die Knie zu zwingen. Ich meine, hier sind die Japaner angelandet. Wobei, die Sowjets haben ja echt überhaupt keine Truppen. Wir kommen wieder zu euch. Jawohl, her damit. Hier schauen wir mal wieder reinzukommen. Wäre halt gut, wenn wir das jetzt hier irgendwie noch schaffen würden, da rein zu pushen, ne? Oder hier, da sind auch gleich ein paar Länder von denen hier am Ende. Warte mal, wo sind meine Panzer? Sind die inzwischen jetzt da? Nein. Ich schicke die Panzer jetzt echt hier hin. Und dann pushe ich mit den Panzern hier rein und hole mir jetzt diese Hauptstadt. Eine chinesische Stadt nach der anderen jetzt hier einfach zur Kapitulation bewegen, wäre jetzt hier so die leichte Hoffnung, die ich habe. So, ihr könnt jetzt hier schon direkt da reinfahren. Versuchen wir jetzt hier einen Gegenangriff. Das wird jetzt hier bloß mit der ganzen Infanterieunterstützung nicht wirklich klappen. Und ihr greift da noch mit an. Ah, die Panzer schaffen es einfach nicht, so wie es aussieht, oder? Oder? Die Versorgungslage ist schrecklich. Deswegen wird das hier nichts. Aber jetzt machen wir wieder einen Vorstoß. So, ich mache mit der Entschlüsselung einfach mal so lange weiter. Aber ich muss auch gleich eine Pause machen, liebe Freunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal für eure Aufmerksamkeit.
Hier ist jetzt ein Durchstoß, den wir vielleicht benutzen können. Weißt du was? Ich hole jetzt die Panzer doch her, weil die sind ja schnell. Hier geht es einfach nur um die Panzer, dass sie schnell sind. Naja, wir werden hier wieder rausgeboxt, das war klar. So, ich habe beide Panzer jetzt hier raus. Bewege mich jetzt hier hin. Genau genommen sogar dahin. Und damit sind wir fertig für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und ade.